Wir haben hier die Kontrolle wieder, erlangt Ajax. Lass uns die Männer sammeln und den Angriff auf Troja fortsetzen. Akanthos! Ajax! Agamemnon wurde angegriffen! Die Trojaner müssen Agamemnon getroffen haben, während wir hier gekämpft haben. Zieh die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptstützpunkt und sehen, wie schlimm es ist. Jo. Und weiter geht's. Weil dein Samtes, Herr Inquisitor. Oh, hier hat dieses trojanische Pferd Stimme, da war ja was. Das Flug sein Troja und alle, die in seinen Mauern wohnen. Sie haben unsere Lebensmittelvorräte und Zelte abgefackelt. Sogar die meisten. Wir können froh sein, wenn wir hier überhaupt noch wegkommen. Fliehen! Wir haben gerade eines der Tore aufgebrochen. Wir sollten unseren Angriff forcieren und nicht von Flucht sprechen. Die Trojaner werden nicht darauf warten. Sie werden sicherlich jeden Moment wieder angreifen. Nicht, wenn sie denken, wir sind weg. Poseidon ist der Herr der Pferde. In Atlantis gibt ein besiegter General sein Pferd auf. Ein Pferd? Ja, ein großes Holzpferd. Ich verstehe nicht. Wird es kämpfen? Wir können das schnell erledigen. Und wir müssen nichts von der Belagerung wieder aufbauen. Akanthos, ich werde deine Hilfe brauchen. Na klar, Odysseus. Wir helfen dir doch gerne. So, wir brauchen, sammeln sie 1000 Holz. Ja, wenn es weiter nichts ist. Tritomos. Proseche, Tritomos. So. Ich weiß ganz genau, dass die von da kommen. Deswegen. Geh mal einfach hier rüber. Hetimos. Geh mal hier rüber. Pani, Orthos. Pani. Bin mal gespannt, wie Troja innen aussieht. Wenn wir dann vielleicht da drin sind. Hetimos. Fritomos. Πρόσεχε, βρητόμος. Sieht ein bisschen komisch aus, das Tempel. Etimos. Weiß ja nicht, wo die ja jetzt am besten angreifen. Ich denke mal eher dahinter. Πρόσταγμα, βρητόμος. Λέγε, βρητόμος. Die Hälfte haben wir schon mal. Πρόσεχε, βρητόμος. So. So, wir haben jetzt 910, 940. Ich finde die Echse cool. Sieht aus wie ein Drache. So, 1000 Hammer. So, drei versuchen weiterhin Schiffe, ich habe es gesagt, noch Holz zu sammeln. Ich brauche dringend
Holz, Gold, Nahrung, damit wir hier mal ein bisschen... So, dann nehmen wir uns mal hier. Wir haben ja genügend Dorfbewohner, um das Ding zu bauen. Deswegen warten wir jetzt einfach mal. Und guck mal, dass wir jetzt erstmal genügend Soldaten für Verteidigung und allem drum und dran haben. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Und dann nochmal zwei Häuser bitte. Πρόσταγμα, λέγε, πρόσεχε. So, hier ist nochmal was. So, 125. So, dann brauchen wir hier jemanden, der hier mal kurz... So, was haben wir eigentlich als Nahrung da eigentlich? Okay, wir haben Ziegen. Das war's. Wow, Nahrung, ja. Wir brauchen dringend Nahrung, das ist ganz wichtig. So. Oh mein, super. Prostagma, wo vor was? Zack, zack. Jetzt hier sieht man mal ein bisschen. Also man sieht hier schon mal ein bisschen, dass sie wirklich an die Grafik was gemacht haben. Wahnsinn. So, wir sind auf jeden Fall dabei. Bauen wir mal hier. So, warte mal, das kann ich eigentlich Ihnen hier geben. Bauen wir mal bitte hier eine Dings, dass wir genügend Bogenschützen ausbilden können, wenigstens. So. Brauchen dringend Nahrung. Das ist ganz wichtig, dass wir hier mal ein bisschen. Prosehe, wo vor was? Etimos. Metalef. Super. Prosehe, also ich mal lass mal hier noch mal ein paar. Ja, super, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Müssen von beiden Seiten angreifen. Was haben sich die Entwickler denn da hin da? Digga, die greifen jetzt von beiden Seiten sogar an. Das war in der anderen Vision nämlich gar nicht. Gut, dann lassen wir sie hier komplett auf. Auch marschieren. So, wir brauchen dringend doch Gold. Wir haben nur einen. Oh, wir brauchen schon wieder Holz.
Λέγε έκτον. Πρόσεχε. Λέγε ναι. Lass mal die mal bauen, die haben gerade genügend. Müssen jetzt beide Seiten schützen, damit keiner der. So, ihr geht bitte zu Gold. Warum denn? 80 Gold. 80 Gold. Ah, die sind ja fast. Das sieht ja sehr schön aus. Hier oben noch so ein Metall. Die sind ja auch schon bald fertig. Ganz wichtig, die brauchen hier vorne auch noch mal welche. Das reicht also was wir hier haben. Wir haben sogar noch die Helden. So, die sind fertig. Nein. Baut mal hier ein Haus nochmal hin. Und du machst dich sofort an die Arbeit. Hin mit Holz. Bring mal hier das zum Sklaventreiber hier. Ja, das Ding ist okay, fertig, sauber. In den Taurus kann man noch, jawohl. Die kommen wieder von der Seite. Ja, das Schwert ist jetzt gleich fertig. Also. Digga, wie der aussieht mit der riesen Achse, ey. Winch. So, gleich ist fertig. Auf, noch ein kleines Stückle. Agamemnon, nimm die Boote und die Männer und Segler außer Sichtweite. Akanthos, Ajax und ich werden das Pferd bemannen. Wenn die Nacht hereinbricht, segle zurück. Wir werden das Tor für euch öffnen. Ich bin froh, dass du einen Plan für mich hast, Odysseus. Ich werde bei Einbruch der Nacht zurückkehren. Cool. Wenn wir das Tor zerstören, können unsere Truppen reinstürmen. Prostagma? Leje. Ne. Pani. Est. Warte hier, bis die Wachen vorbei sind. Wir sollten jetzt lieber nicht gegen sie kämpfen. Malista. Burum. Esto. Ne. Pani. Esto. Pani. Ne. Pani. Ein Koloss.
Wir sollten versuchen, uns vorbeizuschleichen. Ne. Die könnten wir gut gebrauchen. Esto. Poro. Prosecco. Bulome. Pani. Leje. Bulome. Mach mal lieber den Carlos fertig. Warum stehen die Hellepolis nicht im Lager? Sie werden vom Feind kontrolliert. Halt sie auf! Pani. Mit die Ohren beehrt. Yeah, geil! Jaha! Cool! Das sieht mal ein bisschen natürlicher aus. So, auf geht's. Dann würde ich mal sagen, ja, kommt doch mal hoch. Guck gleich mal die. Kümmert euch um den Kollegen. Kollege ist schon mal weg. Jawohl, 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 weg mit euch. Akantos.
zurück nach Atlantis. Das war eine willkommene Abwechslung von der Piratenjagd. Aber ich muss nach Hause zurückkehren. Nun, Piraten hin oder her. Ihr müsst eure Boote reparieren lassen. Du glaubst nicht, dass sie es nach Atlantis schaffen können? Nein. Weit von hier gibt es einen Hafen, Ioklos. Ich segle dorthin. Ich kann dir den Weg zeigen und jemanden finden, der an euren Schiffen arbeitet. Ich will mal wissen. Und er schreitet zwischen den Wipfeln und ist größer als die Bäume. Und seine Stimme durch den ganzen Garten ist wie Donner, der gesandt wird, um zu bringen. Was ist los, Kemset? Kamos ist zurückgekehrt, Herr. Er hat den Dreizack verloren. Er sagt, der Atlanta sei auf dem Weg nach Troja. Die Schlacht dort wird nicht mehr lange dauern, wenn er sich den Griechen anschließt. Die Belagerung Trojas ist bereits vorbei. Zeus könnte sich immer noch einmischen. Zweifelst du an mir, Kemset? Nein, alles ist genauso, wie du es sagst. Die Festung, der Tunnel, Troja. Giganten und die Geni. Multiplex von Flügeln und Augen. Deren starker Gehorsam den Himmel zerbrach. Schick Camus, ich will mit ihm sprechen. Ja, General. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht so die tollste, geilste Stimme. Die ist schon ein bisschen dunkler gewesen und rauer in dem Dings. Also da hätten sie es wenigstens so machen können, dass sie die alte Stimme reinmachen können. Und ja, so wie unsere Helden sozusagen weitergehen, oder besser gesagt, ob sie überhaupt den Hafen erreichen oder ob sie überhaupt die Schiffe reparieren können, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Like da lassen und einen Kommentar. Also, ciao, Bella.